Hallo meine lieben Freunde, ich bin Filmelf. Ihr kennt mich bereits aus den tollen Videos wie Pestbote Filmelf und das Kadaverficker-Paket. Gorminister X Filmelf, Teil 1, 2 und mittlerweile 3. Seht dieses Video hier als eine Art 3.1, denn ich zeige euch ein paar Sachen rund um das Projekt, das Paket mit Kadaverficker zusammen. Unter anderem einen Live-Leak von Teamspeak zusammen mit Abby. Ja, die gute Abby Sunrise erklärt mir in diesem Beitrag, dass der Drache das Paket nicht weggeworfen hat. Das heißt, wir sind noch im Game und das Review, mein lieber Drache, ist noch nicht vorbei. Ich bin mir sicher, das kommt noch. Also, soviel zu Punkt 1. Ich habe ein paar kleinere Outtakes nebenbei mit meinem Buddy Lukas Verbatzex. Und noch ein paar Aufwirpen. Leck mich doch am Arsch, Filmelf. Unvorbereitetes Stück Scheiße. Was ist das für ein unprofessionelles Video? Ist egal. Ich habe noch Aufnahmen aus dem FZW in Dortmund zur 30 Jahre Idiots Records Feier. Dort bin ich auch den fabelhaften Gorminister begegnet und habe mir Kadaverficker live gegeben. Daraus ist sogar ein Video entstanden, wo ich immer noch sagen muss, Chapeau, Chapeau, Chapeau. Ich fühle mich geehrt, Kadaverficker, dass ihr mein Videomaterial dafür hernimmt für ein offizielles Live-Video. Finde ich sehr, sehr geil. Ja, Leute, ich hau das jetzt einfach mal alles raus, ja, in welcher Reihenfolge ist jetzt mal kackegal. Ich wünsche viel Spaß, viel Vergnügen und macht's es gut. Das war voll peinlich mit der Faust, gell? Oh, scheiße. Na, viel Spaß mit den Schmalen und danach könnte ich auch mal aufhören, ja, mit den ganzen Drachen dort. Scheiße! Okay, dreh gleich mal die erste Birne raus, die linke. Ja. Und die wieder rein und die andere raus. Das ist schon sehr dunkel, ja. Vor Filmelf. Wenn die Klingel beim Dreh nicht geht. Das gibt's doch nicht. Die Klingel schon wieder nicht. Klopfen. Lass mich bitte wieder rein. Ja? Okay. Ich hoffe, Aufnahme. Ja! Ich glaub, du bist Vollgas in die Plörre getreten. Nee, meine Schuhe sind dicht. Abby, meine kurze Frage. Ich habe dich vor ein paar Tagen schon mal gefragt, ob du Drachen das mal ausgerichtet hast, wegen dem Paket. Ja, und. Trotzdem war er nicht sehr erfreut darüber. Ja gut, das habe ich mir auch schon fast gedacht, ja. Also über die Aktion, denke ich mal, war er nicht sehr erfreut. Ja gut, das schon. Ich schicke ihn das nächste Mal einfach ans Postfach. Dann gibt es keine Probleme. Ja gut, auf jeden Fall, ja gut. Ich wurde angestupst. Das erste Mal. Was soll ich denn jetzt machen? Okay. Was passiert, wenn man angestupst ist? Dann kannst du okay drücken. Oh, cool, aber nicht drauf antworten. Du kannst auch auf Rechtsklick klicken und auf Chat öffnen gehen. User joined your chat. Ah, okay, ich versuch's mal. Achso, ah, da muss ich.
Textchat öffnen. Ach cool, es gibt einen Textchat. Das ist ja mal mega. Joined your channel. Genau. Ja, sehr nice. Ja, aber hast du da jetzt irgendwie von ihm mitbekommen, dass er das Paket weggeworfen hat? Weil das ist die Frage, die mich interessieren wird. Weil es wäre halt mega schade, ne, um den ganzen Aufwand, der Weg von Dortmund bis darunter. Oh, achso. Sorry, wenn ich am Schreiben bin, kann ich nicht antworten, weil ich Push to Talk habe. Achso, kein Thema, kein Thema. Er hat das nicht weggeschmissen. Ah, das beruhigt mich für wirklich ungemein jetzt, ohne Mist. Was hast du ihm denn geschenkt? Also nicht ich direkt, sondern ein Kollege von mir, der Gore-Minister, der Sänger von Kadaverficker, der hat ihm ein Paket quasi zusammengeschnürt mit einer CD, einer Vinylplatte, einem T-Shirt und einigen Aufklebern. Ach, deine fette Mutter, Alter. Bitte, wie hieß die Band? Kadaverficker. Oh, was ist denn da passiert? Also schreibt man auch so, wie man es spricht, also Kadaverficker. Ja, warum nicht, ne? Ja, ist eine großartige Band, kann man sich echt gut anhören. Die machen Necrocore. Ich glaube zwar kaum, dass der Drachenlord die Art von Musik hört. Aber die sind schon sehr großartig. Aber ich will ja keine Werbung machen, deswegen. Aber du hast gefragt, deswegen die Antwort. Ja, alles gut. Ich höre mir die jetzt mal an. User left your channel. Aber wie gesagt, Abby, ich bin schon mal heilfroh, dass er es nicht weggeworfen hat, dass er es behalten hat. Das ist schon mal wirklich 2 Daumen hoch. Das ist perfekt. Finde ich super. Bin mal für 2 Sekunden AFK. Moment, Abby, ich weiß nicht, was du gesagt hast, aber ich hatte jetzt bitte nochmal. Bitte was? Oh Gott, warum höre ich mich doppelt? Alter, was geht denn jetzt an? Ich könnte eigentlich mal ein paar Leute fragen. Hast du den Gore-Minister irgendwo gesehen? Ja? Ach, nee. Ja, das ist der Typ von den Kadaverficker. Er muss Backstage sein. Bei den... das ist Undercover hier, ne? Ach so, ah, okay. Ah, warte, ich habe jemanden entdeckt von ihm. Ah. Au. Ah, Zieh nur. Da frage ich doch einfach mal direkt an der Quelle nach. Wo ist denn der Minister? Wo ist der Minister? Der Minister? Ja. Der ist an einer bestimmten Stelle. Wartet kurz, ich entführe euch. Ich glaube, ich habe den Gore-Minister gefunden. Ich werde jetzt gleich dahin geführt. Das finde ich voll toll. Er filmt ja noch weiter, dieser Hurensohn. Ja! Wo ist die Fratze? Ja, aber komm, wir sind ein Schmerz!
Okay.